Ich eröffne die Pressekonferenz nach dem ersten Oberligaspiel in der neuen Saison 2023-24. Kickersem gegen Eintracht Celle. Ja, was soll man sagen? Ich darf unsere Mannschaft einen donnernden Applaus verdienen für die tolle Leistung. Und die Trainer sind wahrscheinlich auch, lieber Stefan. Die Trainer auch, selbstverständlich. Nee, ich hab gesagt, alle. Der Gegner. Gegner auch, klar. Der Gegner auch. Ja. So. Dann darf ich die beiden Trainer begrüßen. Einmal zu meiner Linken, unseren Gästetrainer Helga Wirz von Elmendorf. Und zu meiner Rechten, wie immer, unseren Stefan Emmerling. Tja, nach diesem tollen Spiel dreimal zurückgelegen, dann 5-3 noch gewonnen, 11 Meter verschossen. Was will man mehr, liebes Fußballherz? Ich darf dann unseren Gästetrainer bitten, eine Stellungnahme zum Spiel abzugeben. Ja, schönen Dank erstmal und erstmal vorweg natürlich Glückwunsch, dass man so ein Spiel noch gedreht hat. Ich denke, wir waren ein sehr unangenehmer Gegner, insbesondere in der ersten Halbzeit. Ich denke, da darf das Spiel nie 3-3 stehen. Da müssen wir mit zwei Toren trotz des verschossenen Elfmeters, aber wir hatten ja wesentlich mehr Chancen und kriegen dann durch einen Torwartfehler in der Nachspielzeit tatsächlich noch das 3-3. Ist natürlich kein guter Zeitpunkt, um kurz nach der Halbzeit dann sogar das 4-3, aber was wir bis dahin geboten haben, war wirklich erstaunlich. Wir haben ja doch einige Ausfälle zu beklagen, aber die Mannschaft hat das super gemacht und hat die Lücken gefunden, hat super schnell umgeschaltet. Und ja, deshalb war ich natürlich mit der ersten Halbzeit hochzufrieden und haben den Favoriten ja ins Wanken gebracht. Und ja, am Ende ist es dann so, ja, haben sie auch ein bisschen umgestellt und das war sicherlich über die rechte Seite dann, dass da nicht mehr so viel, ja, Ärgernis kommt und das war ganz, ganz wichtig für Kickersem und die Qualität natürlich auch im Spiel nach vorne, sich da durchzusetzen. Und am Ende kann es ja sogar noch ein bisschen deutlicher werden, aber da können wir halt auch nicht so gut nachlegen. Das war das einzige Problem. Aber ich denke, wir haben ein hochinteressantes Spiel gesehen, wo wir uns hier wirklich von unserer besten Seite verkauft haben. Und Kickersem musste ganz viel zeigen, um wirklich hier das Spiel dann auch noch zu drehen und am Ende zu gewinnen. Ich bin mit meiner Mannschaft jetzt klar, ist man enttäuscht, wenn man verliert, aber wir können ja oben im Hauptes rausgehen. Ich habe hier viele gute Sachen gesehen und an vielen Sachen müssen wir noch arbeiten, aber das kriegen wir hin. Und wenn wir solche Leistungen im Laufe der Saison Woche für Woche bekommen, dann werden wir eine ordentliche Saison spielen. Schönen Dank. Ja, danke, Herr Stefan. Dann bist du wieder dran. Ja, erstmal moin zusammen. Nach der letzten Saison haben wir ja, als wir in die Saison gestartet sind, uns vorgenommen, Spiele abzuliefern, wo es darum geht, dass die Zuschauer zufrieden nach Hause gehen, dass man versucht, viele Tore zu erzielen, ein Spektakel zu liefern und dass natürlich der Gegner dann auch immer mitmachen muss, aber meistens auch ein bisschen was dagegen hat, ist auch klar. Man hat natürlich schon gesehen, dass wir jetzt auch die englische Woche hatten, gerade mit diesem intensiven Spiel, mit dieser Spielweise, die wir an den Tag legen. Das kostet natürlich Körner und das hat man halt auch in der ersten Halbzeit gemerkt. Helga hat seine Truppe gut eingestellt gehabt, wir hatten da gerade im Defensivbereich das eine oder andere Problem und lagen dann 2-0, 3-1 zurück, aber es geht auch darum, immer wieder die Ruhe zu bewahren und auch an die Qualität des Kaders und der einzelnen Spieler zu glauben und das war auf jeden Fall gegeben und es hat uns auch recht gegeben, man darf nicht in Hektik verfallen und muss immer wieder dann auch Ruhe ausstrahlen und immer wieder auch korrigieren, weil wir hatten jetzt auch gerade mit der Umstellung jetzt auf die neue Spielidee nicht allzu viel Zeit, haben das aber in relativ kurzer Zeit auch geschafft. Aber auch in unserem Spiel gibt es natürlich noch viel zu verbessern. Klar ist natürlich, wenn man so offensiv ausgerichtet ist, dass dann in der Defensive oftmals auch so der ein oder andere Makel dann da ist, den wir noch verbessern müssen. Aber insgesamt ist es doch so, jeder will doch viele Tore sehen, so ein Arbeitssieg 1-0. Ich glaube nicht, dass das dann dazu beiträgt, dass dann die Zuschauer wiederkommen. Und deswegen glaube ich, die das Spektakel heute mitverfolgt haben, die kommen auf jeden Fall wieder.
Hinzu muss ich natürlich noch sagen, dass wenn man sich jetzt unser Gelände anschaut, was in den wenigen Wochen jetzt passiert ist, mit der Unterstützung von Henning und seinem Team, aber auch mit den ganzen Leuten, Ehrenämtlern, Helfern, Firmen, die hier mitgewirkt haben, um das hier darzustellen. Ich glaube, da haben wir, glaube ich, in keinster Weise dran gedacht, dass das hier nochmal so möglich ist. Und deswegen Chapeau für das, was hier die letzten Wochen geleistet wurde. Und wir versuchen natürlich mit unserem Spiel, mit unserer Spielweise, mit dem Spektakel, was wir geboten haben, dazu beizutragen, dass in den nächsten Spielen wieder so viele Zuschauer da sind oder halt noch mehr kommen. Vielen Dank. Ja, ich darf dann auch die Presse noch nachträglich begrüßen, recht herzlich. Und zu den Zuschauerzahlen 1350. Ja. Ja, dann darf ich die Presseleute fragen, ob sie Fragen haben an die beiden Trainer. Ja, Stefan, du sagst schon, ihr habt ein Spektakel geboten. Du selber warst ja immer ein Defensivmann als aktiver Spieler. Deswegen wird dir wahrscheinlich die ersten 30 Minuten aber nicht so gefallen haben, oder? Gute Frage. Nächste Frage. Ja, ich war zwar ein Defensivspieler, aber als Henning und ich und dann auch Markus uns zusammengesetzt haben, was wollen wir in der neuen Saison nach dem letzten Jahr? Wir wollten halt so einen aktiven Fußball an die Mannschaft herantragen, wollten natürlich so eine aktive Spielweise, wo es permanent darum geht, halt Zweikämpfe zu gewinnen. Und aus diesen gewonnenen Zweikämpfen entwickelt sich dann halt auch eine Offensivstärke. Und ich habe es selber geliebt, als Spieler dann auch in diesen 1 gegen 1 Duellen dann meinen Gegner zu vernichten. Und ja, ist ja eher positiv gemeint. Ihn nicht ins Spiel kommen lassen, um es nochmal ein bisschen charmanter auszudrücken. Und deswegen kann ich mich da super mit anfreunden und davon wollen wir auch nicht abrücken, weil wir sehen dann auch genau, wer vielleicht an einem gewissen Tag Probleme hat oder nicht diese Spielweise mitmachen kann. Und dann haben wir halt noch Spieler draußen, die dann reinkommen und ihren Mann stehen. Ne? Und natürlich jedes System, wenn man jetzt mal im letzten Jahr schaut, haben wir verschiedene Systeme gespielt und jedes System ist irgendwo auch anfällig. Und nochmal, man sagt immer so schön, ja, ich gewinne lieber 5-3 oder 5-4 anstatt 1-0 und dann kann ich mich nicht hinterher hinstellen und sagen, ja, aber 4 Tore oder 3 Gegentore sind mir zu viel. Letztendlich geht es darum, Spiele zu gewinnen, den Zuschauern was zu bieten und natürlich will man am Ende der Saison ganz weit oben stehen und jetzt haben wir 6 Punkte geholt, sind im Pokal weiter, besser geht nicht, wir haben die Woche vergoldet, haben Spektakel geboten und deswegen sind wir zufrieden. Ja, gibt es weitere Fragen seitens der Pressevertreter? Das scheint dann nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich die Pressekonferenz mit dem Hinweis, das nächste Spiel ist am Freitag in Meppen, gegen Meppen 2. Also alle, die Lust haben, auch nach Meppen sind wir 100 Kilometer, das können wir wohl reißen. Dann schließe ich die Pressekonferenz, wünsche euch die unfallfreie Anfahrt und alles Gute und uns noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Spiel. Herzlichen Dank.